Moin moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es nur ein kleines, kurzes Video zwischendurch eigentlich werden. Und zwar geht es, ihr seht es schon, um ein neues Victorinox. Aber nein, das ist nicht für mich. Es steht im Freundeskreis ein runder Geburtstag bevor und deshalb soll das ein Geschenk werden. Ich dachte aber, da das nun gerade angekommen ist, da kann ich mich doch nicht lumpen lassen. Ich will ja sowieso reingucken. Schauen wir doch einfach gemeinsam einmal rein. Ja, ich gehöre zu den Leuten, die extrem gerne Taschenmesser verschenken. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis, auch in der Familie, bin ich mit meiner Taschenmesser- oder generell Messerleidenschaft relativ alleine auf weiter Flur. Na, die einen können ein bisschen mehr mit anfangen, die anderen ein bisschen weniger, klar. Aber doch, im Laufe der Zeit habe ich extrem viele Taschenmesser, insbesondere Victorinox-Taschenmesser, verschenkt. Und mir damit so ein kleines bisschen Verständnis auch erkauft, möchte ich fast sagen. Nein, ganz im Ernst, das ist doch eigentlich zumeist recht gut angekommen. Und viele Leute haben mir zurückgemeldet, meine Güte, ich habe mich immer gewundert, was soll ich mit sowas? Hab da nie so richtig den Bedarf für gesehen. Aber jetzt, wo ich das Teil regelmäßig dabei habe oder in der Handtasche oder was weiß ich, da merke ich erst, wie oft ich das gebrauchen kann. Und das freut mich natürlich immer ungemein. Teilweise so bei Familientreffen ist das schon fast ein richtiger Messerstand. Stammtisch geworden, wenn dann alle da natürlich auch so ein bisschen, um mir eine Freude zu machen, ihr Taschenmesser wieder aus der Tasche holen und es hinlegen oder so. Ja, finde ich ganz schön und es hilft ja vielleicht auch hoffentlich ein bisschen dabei, um dieses Thema Sozialkonformität und sowas irgendwie ja, nach vorne zu bringen. Auch das habe ich ja in meinen Videos schon häufig angesprochen, dass es mich einfach beschäftigt, dass ja mehr und mehr Leute das einfach für ungewöhnlich halten. Fair enough. Aber auch ja, da richtig so ein bisschen Angst vor haben, wenn Leute ein Taschenmesser in der Tasche haben. Und das würde ich ganz gerne, da würde ich ganz gerne gegen anarbeiten. Und ja, da sind solche Geschenke dann immer ganz gut. Lasst mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Verschenkt ihr auch häufiger Taschenmesser? Es gibt ja so Bräuche beziehungsweise, wie sagt man denn, Sprichwörter. So Aberglauben, dass das nicht gut sei, da halte ich grundsätzlich erstmal nichts von Aberglaube, aber ja, manche meinen ja, damit zerschneidet man die Freundschaft oder so. Konnte ich bisher noch nicht feststellen und ich habe wirklich viele Versuche in diese Richtung durchgeführt. Ja, aber lasst mich das gerne mal wissen, wie da so eure Erfahrungen sind. Nun wollen wir aber hier endlich mal reinschauen. Im Titel habt ihr es sowieso schon gelesen. Es geht um das Victorinox Ranger Wood 55. Und ja, erstmal lassen wir dieses schöne Holz auf uns wirken. Es gibt ja auch das Ranger Grip und so weiter. Das wird sicherlich vielen von euch ja auch alles ein Begriff sein. Ist ja nun durchaus kein unbekanntes Messer. Aber ich habe es tatsächlich zum ersten Mal in der Hand. Generell auch ein Victorinox dieser Größe. Die 111er sind für mich ja, das Größte, was ich bisher so besessen habe. Und ich muss sagen, es kommt einfach wirklich wunderschön daher. Die Haptik, aber auch die Optik dieses Holz, das macht wirklich was her. Coole Sache, fühlt sich wirklich schön an. Man erkauft sich das natürlich mit den fehlenden Werkzeugen, Pinzette und Zahnstocher oder halt sogar noch mehr, wenn man jetzt Plusschalen hätte. Aber ja, derjenige, der das bekommen soll, hat zwei Kinder und ist regelmäßig zum Campingurlaub, hat aber eigentlich noch nicht so richtig ein Taschenmesser. Dementsprechend lag es nahe, ihm sowas zu schenken. Also Zielsetzung ist hier Campingurlaub mit dem Camper. Dementsprechend dachte ich, eine ordentlich große Klinge und die klappen wir doch nun einfach mal aus. Da ist noch ein bisschen Öl drauf, das ist ja auch schön und gut so. Eine große Klinge, mit der man gut schnitzen kann für die Kiddies vielleicht, aber auch mal so eine Scheibe Brot abschneiden kann oder sowas. Das bietet sich doch hier auf jeden Fall mehr an als so ein normales, kleines Taschenmesser. Und ja, in diesem Fall dann ja auch mit arretierter Klinge. Und das finde ich auch so richtig cool. Und hier dann auch mit dem Logo, das eingedrückt wird, also mit diesem Siegelwappen da. Das finde ich richtig schön gelöst. Wie gesagt, habe ich jetzt in diese Richtung zum ersten Mal in der Hand. Dann, jo, da haben wir noch die Säge. Auch das natürlich fürs Camping, wenn man mal irgendwie einen Wanderstock machen will oder neue Zeltheringe provisorisch. Was weiß ich. Es gibt natürlich zig Gründe, warum man mal eine Säge braucht. Und da hat man dann hier wirklich schon eine echt solide große Säge dabei, mit der man gut was wegarbeiten kann. Die leider nicht arretiert. Ja.
Habe ich beim Messer ehrlich gesagt. Nee, ich säge oft mit dem Victorinox. Da ist mir auch noch nie irgendwie passiert, dass das irgendwie eingeklappt wäre oder so. Also, das passt auf jeden Fall. Und dann haben wir hier natürlich noch die üblichen Verdächtigen. Auch das fürs Camping natürlich absolut zu gebrauchen. Flaschenöffner, Dosenöffner, kleine Schlitzschraubendreher. Kennt man, weiß man. Wenn man dann zu wenig Essen im Campingurlaub dabei hatte und die Hose langsam anfängt zu schlabbern, dann kann man natürlich im Ledergürtel hier auch nochmal ein Loch nachstechen. Aber auch sonst ist die Ale ja ein extrem nützliches Werkzeug. Und wenn die Kinder dann im Bett sind, kann man sich vielleicht auch nochmal eine Flasche Wein aufmachen. Cooles Teil, es fühlt sich wirklich gut an, aber wem soll ich das erzählen? Das wisst ihr natürlich auch alle, wie toll die Verarbeitung von Victorinox ist. Wirklich schöne Teile. Und ja, bin ich sehr angetan von. Wunderschön. Ich fürchte, so eins brauche ich irgendwann auch noch mal in der Sammlung. Naja, nun wird es erstmal verschenkt, das ist auf jeden Fall klar. Und aber bis dahin kann ich es ja noch ein bisschen befingern, solange keine Kratzer reinkommen. Nee, alles gut. So, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Nur mein erster Eindruck von diesem Messer. Wie gesagt, wirklich kein unbekanntes Messer. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, besitzt du es oder besitzt du ein vergleichbares Messer? Vielleicht nur ohne Holzgriffschalen oder so. Wie zufrieden bist du damit? Oder hast du vielleicht auch andere Empfehlungen? Würde mich interessieren, also lasst da gerne was in den Kommentaren hören. Und ja, ansonsten sage ich, schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin. Horrido!